So sieht sie aus, die Bio-Brotbox. Heute werden wieder Tausende gut befüllt. Von Schülerinnen und Schülern hier in der Ludwig-Thoma-Realschule in Berg am Laim. Die Bio-Brotboxen gehen dann an rund 30.000 Erstklässler in ganz München, den angrenzenden Landkreisen und den Städten Pfaffenhofen, Landshut und Landsberg. Die Idee dahinter ist, dass die Kinder die Box auspacken und gemeinsam am besten frühstücken. An gedeckten Tischen, wäre schön. Und ihre neuen Klassenkameraden kennenlernen, lernen, wie wichtig es auch ist, dass man ein Pausenbrot dabei hat in der Schule, weil immer noch jedes dritte Schulkind ungefähr in Deutschland aus dem Haus geht, ohne gefrühstückt zu haben und ohne ein Pausenbrot dabei zu haben. Und die Box mit ihrer Wiederverwendbarkeit soll eigentlich die Kinder durch die ganze Grundschule begleiten und soll die Kinder und die Eltern vor allem anregen, was ein gesundes Pausenbrot ausmacht, was drin sein kann, damit die Kinder mit viel Kraft und Energie durch ihren Schulalltag kommen. Unterstützt werden die Einpacker von vielen ehrenamtlichen Helfern. Und die Kids von der Ludwig-Thoma-Realschule sind mächtig motiviert. Packen im Akkord. Die schnellste Klasse gewinnt nämlich einen Wandertag. Seit 2006 wird die Bio-Brotbox in München verteilt. Bislang waren es rund 304.000. Heute kommen rein Bauernbrotscheiben, Käsesahne-Ecken, Zwetschgenmus ohne Zucker, Öko-Gummibärchen und Karotten. Gesponsert wird die Aktion von der Hofpfisterei, der AOK, vielen Produktsponsoren und ab sofort auch von der Stadtsparkasse München. Wir finden das Projekt super einfach, weil es uns überzeugt hat, dass man für Kinder was tut. Wir eine gesunde Ernährung, ein gesundes Frühstück schon erstmal. Und dann geht es ja weiter nach dem Frühstück praktisch hier in der Schule, um gute schulische Leistungen zu erbringen und sich konzentrieren zu können, ist auch eine gesunde Brotzeit wichtig. Und die Bestandteile, die in so einer Bio-Brotbox drin sind, sind sehr ausgewogen und helfen eigentlich den Kindern gut durch den schulischen Alltag zu kommen. Längst ist aus der Bio-Brotbox eine große bundesweite Aktion geworden. Heuer wird in Deutschland bereits die 2-millionste verteilt. Bio ist wichtig, weil Bio in einem großen Zusammenhang steht. Bio fängt an mit einer ökologischen Landwirtschaft, die auch sozusagen nachhaltig ist und die garantiert, dass mit dieser Nachhaltigkeit die Kinder und deren Kinder und Kindeskinder eine gesunde Zukunft haben und dass wir eine gesunde Zukunft hinterlassen. Deswegen ist Bio wichtig. Bio ist auch wichtig, weil natürlich dann keine Schadstoffe, Pestizide etc. drin sind, nichts Genmanipuliertes. In Zukunft will die Initiative auch weiterhin die Erstklässler damit versorgen. Und die Stadtsparkasse München wird die Aktion dabei finanziell tatkräftig begleiten.